Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2. Ich bin wieder zum alten Leuchtfeuer zurück, denn ich möchte hier einfach die Schnellreisefunktion verwenden, um zum Baum zu gelangen. Ich bin da nicht weitergekommen, ich habe nicht herausgefunden, wie die komische Statue da wegzukriegen ist. Also ist da anscheinend auch im Tutorial noch was offen, da müssen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt hier nochmal zurückkommen. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Denn ich glaube, es sind hier auch noch irgendwo Seelen von uns. Die bringt zwar momentan eigentlich nicht allzu viel, da ich sie nicht ausgeben kann. Aber haben ist haben. Weil ich sie sowieso relativ schnell wahrscheinlich wieder verlieren werde. So, außer Reichweite des Bogenschützen vielleicht. Wow. Ich hätte dich auch töten sollen. Ich glaube, ich werde nochmal die Gegner kurz resetten. Denn das hat jetzt doch alles ein bisschen zu viel HP gekostet. Ich habe nur noch 4 Lebenssteine. Und ich weiß nicht, wie man die wieder auffüllen kann, wenn man keine mehr hat. Vielleicht, wenn man sich menschlich macht, kriegt man wieder neue dazu. Das wäre durchaus möglich und würde irgendwie auch Sinn ergeben. So, die zwei sind schon mal weg. Ein Banditenmesser. Was kann das Banditenmesser? Ist das eine normale Waffe oder ist es eine Wurfwaffe? 132. Das ist nicht schlecht. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich nicht irgendwo in der Nähe von diesem Typen dastehe. Wurfmesser ist auch immer gut. So, da unten steht noch der Bogenschütze. Da standen doch vorhin viel mehr. So, hier kann man vergleichen. Das hat 110. Ich glaube, die rechte Spalte ist für Verteidigung. Die ist eigentlich relativ egal, wenn man damit blocken möchte. Blocken tue ich damit ja nicht. Naja, egal, wir gehen hier weiter rüber. Ups, den habe ich ganz vergessen. Da holen wir uns erstmal den hier. Oh. Und Pfeile im Anflug ist immer gut. Man muss sie einfach richtig timen, dann sind die eigentlich nicht so ein Problem. Ah, da hat er mich noch getroffen. Hä? Wo kam der her? Da war doch vorhin keiner. Habe ich da einen übersehen? Und der hier ist zum Glück extrem träge. Wurfmesser. So, da müssen wir halt nochmal einen Lebensstein verwenden. Hilft nix. Ja, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn man keine Lebenssteine mehr hat und keine HP mehr hat. Man dann irgendwie nochmal das Spiel ganz von vorne anfangen muss. Hey! Bleib mal ganz... Wo kommt ihr denn schon wieder alle her? Seid alle so schnell! Wahnsinn! Ich hätte vielleicht doch einen Charakter mit Schild nehmen sollen. Das wäre unter Umständen schlauer gewesen. So, dann gehen wir direkt hoch. Kommt der? Ja, er kommt. Hervorragend. Schneller hochklettern. Braucht ein bisschen Ausdauer, aber es geht. Versuch's mit Sprint. Kann man hier noch weiter hoch? Nein. So, da hinten sind noch irgendwelche Seelen von uns. Ich werde jetzt nochmal einen Lebensstein verwenden und dann hoffe ich, dass ich den Typen da down kriege. Er hält ja nicht viel aus. Schade, dass nicht angezeigt wird, wie viel Seelen man genau erhält. So, 2800 haben wir jetzt. Und ich probiere jetzt mal
hier rüber zu springen. Das klappt sogar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kurzschwert und eine Seele. Kurzschwert haben wir, glaube ich, schon. Bringt uns also genau gar nichts. Super. Da unten ist noch Nebel, das weiß ich. Aber ich glaube, wir können auch hier oben nochmal außenrum. Schatz voraus. Oh, ich dachte jetzt schon, da kommt irgendwie ein Gegner von hinten. Umweg voraus. Nochmal eine Seele. Ansonsten springen und dann gelobt sei die Sonne. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Da unten kann dir gelobt sei die Sonne relativ viel helfen. Na schön, dann war das hier oben wohl alles. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wir können wieder runter. Und durch den Nebel. Ich glaube, die 2800 Seelen, die sind mir jetzt auch erstmal egal, denn ich habe sowieso keine Ahnung, wie ich Level abkriegen kann. Ich werde aber, glaube ich, hier erstmal ein bisschen aufräumen. Denn für den Fall, dass da kein Boss dahinter ist, sondern einfach nur ein neues Gebiet, will ich nicht, dass mir irgendeiner in den Rücken fällt, wenn ich irgendwie fliehen muss. Bisschen wenig Ausdauer habe ich irgendwie, habe ich den Eindruck. Das muss ich dann bei Gelegenheit mal erhöhen. Schade, dass man die Gegner noch nicht anvisieren kann, wenn sie noch am Aufstehen sind. Das wäre mal eine schöne Sache gewesen, wenn sie das geändert hätten. Man muss ja nicht schlagen können, aber anvisieren zumindest. So, ansonsten. Teilweise haben die auch Lebenssteine gedroppt. Ah, hier ist noch einer. Alles irgendwelche komischen Untoten. Gut. Ah, hier ist noch einer. Dich hätte ich fast vergessen, aber keine Angst, Freundchen. Auch du wirst noch in die ewigen Jahrgründe geschickt. Kein Boss. Und einen habe ich trotzdem wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Irgendwelches morsches Holz. Vor mir Hinterhalt. Der Typ da. Kommen wir hier wieder hoch? Ich glaube nein. Oder war das der Hinterhalt? Schnell weg. Lebenstein. Ah, Fußsoldatenschwert. Brauchen wir nicht. Wir können uns ja mal angucken. Wir können es uns ja mal angucken. Wo ist es denn? Hier 115. Ich muss es aber irgendwie beim Ausrüsten vergleichen. Ansonsten komme ich mit der ganzen Sache noch nicht ganz klar. Hätte mehr beim Damage, aber bei diesem komischen Pfeil weniger. Was auch immer das ist. Vielleicht Abwehr, irgend sowas. So, hier ist. Genau, da haben wir das gesehen. Wo kommt der jetzt her? Also teilweise sind die Gegner hier. Der Schmitter ist in Gefahr. Das Ding ist schon fast kaputt, oder wie? 3 von 40. Tatsache. Müssen wir noch reparieren können? Na gut, dann werden wir doch mal ein anderes nehmen. Und zwar nehmen wir einfach mal dieses Fußsoldatenschwert. Vor mir Zerfeind, okay. Schnell weg. Wow. Also so zäh war der jetzt auch nicht. Da haben sie ein bisschen übertrieben. Aber mir gehen langsam die Lebenssteine aus. Scheinbare Wand voraus. Hier auf jeden Fall nicht.
Ja, die Nachrichten bringen einfach mal gar nichts. Ein Lebensstein, yay, den können wir gut gebrauchen. Was? Loch voraus, deshalb versucht Zunge. Wo sind wir hier? Und die andere Frage, soll ich hier überhaupt schon sein? Oh, Bogenschütze. Na komm, schieß nochmal. Ah, Mist, hat er mich erwischt. Unten Hinterhalt mal wieder. Bogenschützen sind immer gute... Ja, knallt euch gegenseitig ab, macht leider keinen Schaden. Bogenschützen sind immer gute Köder. Ach, du bist das. Na schön, bist du der Letzte? Scheint so. Und tot. Irgendwo ist noch ein Bogenschütze. Oder der von unten hat mich getötet. Das kann natürlich auch sein. Hm. Das Problem ist, ich habe ein bisschen wenig Lebenssteine. Ich glaube, ich werde nochmal zurückgehen. Und die anderen... die anderen Wege abklappern. Einfach um zu sehen, ob da irgendwie gerade was in der Nähe ist. Ich habe das Gefühl, wir sollten irgendwie noch nicht hier sein. Also ich verstehe auch gewisse Mechaniken noch nicht. Und bevor ich die auch nicht verstehe, macht das irgendwie noch nicht viel Sinn, richtig tief reinzugehen. So, genau, da waren wir. Unten haben wir da irgendwas mitgenommen. Und den Sinn des Leuchtfeuers verstehe ich irgendwie auch noch nicht ganz, außer dass man halt da wieder spawnt. Das ist jetzt gerade das Einzige. Und wie wir unseren Schmittar reparieren können, weiß ich auch nicht. Leider. Krummschwert. Ach, das Ding geht so schnell wieder zu. Na schön, dann gehen wir erstmal hier durch. Das Tor könnte ruhig ein bisschen schneller sein. So, okay. Hier ist auch nochmal ein Tor, aber das scheint vorerst noch geschlossen zu sein. Waren hier Gegner? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich nicht. Hier konnten wir das letzte Mal die Fackel anzünden, das können wir jetzt aber nicht mehr. Da hinten ist jemand. Sieht irgendwie von nach einer freundlichen Person aus. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrin. Dieses Markbotin gibt euch die Kraft zum Aufstieg. Yay! Das heißt, wir können uns endlich die Seelen wieder zurückholen und... Haben wir jetzt einen Estus erhalten? Yeah! Super! Lass mal schauen. Ein Stück. Das ist ja mal brillant. Hätte ich vielleicht erstmal mich hier umgucken sollen? Hätte ich mir einige Mühen wahrscheinlich erspart. Können wir die Estus jetzt auch an einem Leuchtfeuer wieder auffrischen? Hier ist noch jemand. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate.
This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Dran Lake these days, there are very few places like that. Also sonst noch was zu sagen? Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Ja, der klingt irgendwie so ein bisschen, als wäre es derselbe Sprecher des einen Typen bei Dark Souls 1. Oh, Hammer Aussicht. Sie haben sogar richtig am Wasser, an den Wassereffekten gearbeitet. Sehr schön, das ist fast ein bisschen übertrieben irgendwie. Aber wir wollen nochmal mit ihm reden. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. Okay. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you will sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Da sind die einfach alle so gut drauf und so positiv gestimmt. An Aufgeben ist nicht zu denken. Nein, er hat schon aufgegeben. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You will face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Ja, warum auch nicht? Ich habe keine Ahnung, was dieser Eid macht, aber besser ein Eid als gar keiner. Eid geleistet. Jetzt haben wir so ein blaues Symbol da links oben. That is a wise decision. People are weak, but the blue sentinels watch over us in their benevolence. Let the sentinels cradle you in their embrace. Do you feel lonely? It suits me just fine, as I've nothing left anyway. It will grow on you, this place. Give it some time. Geste lernen, willkommen, super. Das ist also einer der mutigsten Sauten. Einer der wirklich ersten NPCs. Der hat uns auch irgendwie gesagt, dass wir vier Bosse töten müssen, um an vier mächtige Seelen mit vier mächtigen Flüchen oder was auch immer zu gelangen. Do you see the way beyond the bonfire? That will take you to the forest of the giants. There was once a great fort, but little of it remains. You may just find something there that will be of use on your journey. But don't venture too far inside, or you might not come back. Okay. Jade's Tower of Flame lies beyond the far gate.
In the cathedral, the apostles of Blue gather. But the road leading there is perilous. The gate is rigged with some contraption. But how it works, I just don't know. Es sind alle irgendwie ein bisschen blau hier. Have you seen that pit, that gaping hole in the earth? I don't know what it's like down below, but I wouldn't suggest trying to find out. Besides, you'll never make it down there. What without a ladder of some sort? The flame you see there is a bonfire. Oh. They exist all across the land, beacons to we undead. If you are tired, try resting beside the flame. The flame heals us. Okay. Long ago, a woman called a fire keeper watched over each bonfire. She kept the flame lit and guarded it from those who would extinguish it. I wonder where the firekeepers went. Habe ich schon drei getroffen, die sitzen oben in der Hütte und trinken Kaffee. Oder sonst irgend so ein Mist. Die sollten sich mal lieber mal an die Arbeit machen, finde ich. Did you notice any letters on the ground on the way here? These are messages that have jumped the fissures between worlds. In Drang Lake, the flow of time is convoluted. Things shift and waver, twist and turn. Poignant wishes, dashed dreams, the messages convey our very inner thoughts. If your will to soldier on falters, try leaving a message. Somebody out there is sure to listen. Schön, schön. You may notice symbols that appear upon the ground. These are summon signatures. They call upon spirits from other worlds through the schisms in time. If you fear hollows, find summon signatures to call upon spirits there be. Ja, das wollen wir eigentlich sowieso nicht machen. Habe ich nicht vor. See the way beyond the bonfire. Okay, jetzt wiederholt er sich. Gibt's nichts mehr hier zu sehen. Naja, immerhin gab ein paar interessante Informationen. Irgendwas war mit einem Brunnen. Ich habe aber keinen Brunnen gesehen. Wir gehen jetzt aber erstmal zum Leuchtfeuer. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beim ersten Mal übersehen konnte. Gegenstandskiste. Ich dachte wirklich, ich kann jetzt aufsteigen. Es hieß doch jetzt, ich kann aufsteigen. Du hast mich betrogen, du Schwein. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Müssen wir am Ende wieder etwa einen König besiegen? Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. So that hope will not fade away. Ja, ja, die vier, die müssen wir besiegen. Das ist schon klar, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Also ich fühle mich ein bisschen betrogen. Sie hat gesagt, ich kann jetzt aufsteigen, aber ich kann immer noch nicht aufsteigen. Die Option ist nicht da beim Lagerfeuer. Vielleicht ist es hier irgendwo. Spielerstatus vielleicht, Charakterstatus. Vielleicht haben sie das ins Menü oder so eingebunden. Hm. Dann schauen wir uns hier doch mal ein bisschen weiter noch im Dorf um. Bevor wir wieder da zum
Wald der Riesen zurückgehen. Oh, was ist das? Wer bist du? Ja, scheiße, wenn irgendjemand die Tür verriegelt. Wie kann sowas nur passieren? Also mir zu Hause passiert das nie. Okay. Was ich auch gesehen habe, wir haben immer nur noch ein Estus. Also dieses Lagerfeuer scheint genau gar nichts zu machen. Also, weiß ich nicht. Ich reiß mal kurz zu den anderen, schau mal, ob es da irgendwie besser ist. Gehen wir mal zu dazwischen. Und schauen hier nochmal nach. Es kann doch nicht sein, dass hier uns sagt, ja, wir können jetzt aufsteigen und wir haben Estus und... Ist aber irgendwie nichts davon der Fall. Also wir haben ein Estus. Aber das ist, bringt ja nicht wirklich viel. Leuchtfeuer in Intensität 1. Okay. Also wahrscheinlich müssen wir die erstmal upgraden, bevor wir mehr Estus erhalten. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. So, hier ist die Behausung des Schmieds. Da kommen wir einfach nicht rein. Da fehlt uns irgendwie ein Schlüssel. Was steht hier bei den blöden... Oh, hier hinten ist was. Das ist etwa der Schlüssel. Drei Lebenssteine, okay. Schön, schön. Aber das bringt uns nicht wirklich Zugang zum Schmied oder zur Hütte des Schmieds. Hm. Was haben wir hier? Erstmal den ganzen Mist kaputt hauen. Da wird wohl auch in 99% aller Fälle wieder nichts drin sein, aber sicher ist sicher. So, was ist... Ach, das ist der Brunnen. Sieht nach Schandstadt aus. Schön, schön. Aber da braucht man eine Leiter, hat er gesagt. Deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht weiter.